Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Super Mario Land. Es mag für manche überraschend oder unglaublich klingen, aber ich habe diesen Klassiker, diesen Launch-Titel des Nintendo Game Boy noch nie Let's Played. Nach über 12 Jahren Let's Player-Laufbahn ist es soweit und ich zeige euch das Game, aber natürlich auch ein bisschen überarbeitet. Originalerweise gab es damals nur in Schwarz-Weiß. Ihr könnt jetzt schon so ein bisschen sehen, ne? Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ihr wisst, dass einige Schwarz-Weiß-Gameboy-Spiele schon damals von Nintendo auf den Game Boy Color gebracht und neu veröffentlicht wurden. Wario Land 2, Donkey Kong Land 3, Zelda Link's Awakening und das hieß auf dem Game Boy Color dann Zelda Link's Awakening DX, also die Abkürzung für Deluxe. Und das hier, was ihr hier seht, ist natürlich eine Fan-Kreation mit vielen Optionen. Es gibt Mario Land 1, 2 und 3. Ja, Super Mario Land 3 ist Wario Land 1. Diese farbigen Patches sind also fangemacht, nicht selbst von Nintendo, aber die Änderungen sind minimal und keine Verschlechterung. Es sieht ein bisschen schöner aus, auch wenn ich mir denken könnte, dass so manch einer in Nostalgie verfällt aufgrund der wenigen Farben, die es damals auf dem Game Boy gab, nämlich Schwarz-Weiß und zwei Graustufen. Das soll uns nicht abhalten. Ich zeige euch mal die Optionen. Und zwar hat man hier die alten Grafiken und die neuen Grafiken. Man beachte auch oben links der Mario, ne? Früher hat er ja so ein blaues Hemd an und einen roten Latzanzug. Und inzwischen hat sich das ja getauscht und er hat ein rotes Hemd an und einen blauen Latzanzug, ne? Und wie das Sprite aussehen würde, sehen wir hier auch. New ist also Fanmade und wir spielen erstmal Old. Der Sprite, wie er in Mario Land 1 auf dem Game Boy war, nur in Farbe. Man kann auch wählen zwischen Mario und Luigi, auch das konnte man damals nicht. Und hier kann man es, achtet oben. Yay! Was es aber damals gab, ist der Schwierigkeitsgrad Hard. Und zwar, wenn man das Spiel durchgespielt hatte. Das werden wir tun. Wir werden einmal auf Normal durchspielen und dann noch einmal auf Hard. Achtet auch hier auf die Augen. Im Hard-Modus guckt er ganz angespannt. Auch Mario. Ah, it's-a-me. It's-a-me. Ich würde sagen, wir wechseln es komplett durch. Also wir beginnen jetzt den ersten Durchlauf mit alten Grafiken, also die Sprites, mit Mario und auf Normal. Und wenn wir das zweite Mal durchspielen, auf ja mit neuen Grafiken, mit Luigi und auf schwer. Ist das so passabel für euch? Ich würde sagen, hoffentlich. Denn so machen wir es und starten jetzt ins erste Level dieses sonderbaren und wunderschönen Spiels. Epischer, legendärer Soundtrack. Leute, ich kann's gar nicht so häufig sagen, wie so manch ein Abonnent in den Kommentaren vielleicht, aber dieses Spiel ist ja älter als ich. Ja, erstmals im April 1989 in Japan erschienen, als der Nintendo Game Boy dort veröffentlicht wurde. Ebenso zum Launch des Game Boy, später 89 in den USA und 1990 in Europa, sprich bei uns, war Super Mario Land wohl der begehrteste Starttitel. Klar, damals war Mario schon eine Nummer und sehr beliebt und bekannt von seinen NES-Auftritten mit Super Mario Bros. 1, 2 und ja, je nach Region auch schon Teil 3. Wenngleich Super Mario Land sich maximal an Mario Bros. 1 orientiert. Ja doch, die Vorbilder sind tatsächlich gegeben, aber von Teil 2 und 3 hat es gefühlt nichts. Es hat aber viele eigene Ideen und Noten. Hier die Fanfare bei dem Stern, ne? Ihr seht die typischen Mario-Elemente wie Münzen, Fragezeichenblöcken und Röhren. Aber die Gegner sind nicht dieselben. Nein, das sind keine Goombas, die überall rum laufen. Das sind Chibibo. Ganz genau. Und die Koopas, die explodieren, weil sie keine Koopas sind, sondern Nokobohnen. Wir befinden uns nämlich auch nicht im Pilzkönigreich, sondern im Sarasaland. Und wir retten nicht Peach, wir retten Prinzessin Daisy. Ja, die wohnt hier. Erstes Level geschafft. Wenn ihr die obere Ebene schafft, dann
erreicht ihr ein kleines Bonus-Level, wo ihr euch extra Leben oder ein Power-Up verdienen könnt. Wir lassen mal die Musik ein bisschen auf uns wirken. Wir haben ja Zeit. Oh, das ist ein bisschen zufallsgeneriert, aber ich bekomme so eine Blume. Und das ist keine Feuerblume. Denn wir werfen kein Feuer, sondern Gummibälle. Die prallen ab. Seht ihr das? Ja, ein fremdes Land mit vielen anderen Sachen. Wie kommt's? Ja, zum einen ist das kein Spiel von Miyamoto und Co., sondern aus der Feder von Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi hat den Gameboy erfunden. Hier ist auch noch ein Extra-Leben. Ja, die Extra-Leben sind Herzen, weil man könnte farblich nicht unterscheiden auf dem originalen Gameboy. Ne? Schwarz und weiß. Ist der Pilz jetzt zum Super Mario werden oder ist der Pilz jetzt ein Extra-Leben? Also haben die ein Herz draus gemacht. Ja, Gunpei Yokoi, Erfinder des Gameboy, des Virtual Boy und leider in den 90er Jahren bei einem Autounfall sehr tragisch verstorben. Er ist für Mario Land 1 und 2 verantwortlich mit seiner tollkühnen Crew und hat viele eigene Ideen hervorgebracht, die man heutzutage fast schon ein bisschen vermisst, ne? Diese bisschen weiter und anders denken. Aber ja, auch legendär würde ich sagen, dass hier so vieles eben anders ist. Jetzt habe ich noch eine zweite Chance und die habe ich erfolgreich verdödelt. Ich muss auch mal zeigen, dass es wirklich so ist, dass ich jetzt keine Bonus-Stage spielen kann. Ne, man muss alles gezeigt haben, würde ich sagen. Ja, oben seht ihr die Extra-Leben, die Punkte und wir sind auch in einem legendären Schloss einer Pyramide. Guckt euch das mal an. Ja, es gibt einige Secrets und ich habe mir manche auch, vor ein paar Wochen habe ich damit angefangen, zu Gemüte geführt, damit ich euch jetzt auch alles zeigen kann, was das Spiel zu bieten hat. Ja? Ich möchte jede Röhre mitnehmen. Ich hatte das Spiel nämlich selber nicht damals zu Gameboy-Zeiten. Ich hatte einige Games. Fragt mich nicht, warum ich das nicht hatte. Vermutlich, weil ich schon so oft gespielt hatte, weil es mir andere ausgeliehen haben. Ich hatte Mario Land oft, weil es mir so viele Leute ausgeliehen haben. True. Ich hatte Mario Land 1, also Mario Land 3, aber... Nie selbst besessen, den Schinken hier. Er war mir damals auch ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Er braucht Übung, das ist wahr. Auch hier, Obacht, ne, da fallen Steinbrocken runter, ausgerechnet jetzt. Wir inspizieren zwar eine Pyramide, zumindest ein altägyptisches Gebäude mit einem weiteren Lift nach oben. Aber das ist ja quasi die Abwandlung von Bowsers Schloss. Bowser taucht hier nicht auf, ebenso wenig wie Peach oder Toad, die gibt's ja alle nicht. Vermutlich hat sich einfach rumgesprochen, dass Mario ein ausgezeichneter Prinzessinnenretter ist und da hier Prinzessin Daisy von einem Alien entführt wurde, kümmert sich Mario um diese holde Maid ebenso. Ich lasse mich mal treffen von diesen Nokobon, damit ich hier unten lang kann, denn ich weiß bereits, hier gibt's einige Münzen. Ja, 100 Münzen geben mir ein Extra-Leben, das ist wahr, aber ansonsten will man einfach alle einsammeln, oder? Das hat man auf dem Gameboy damals auch so gemacht. Man will einfach alle Münzen haben. Ja! Okidoki, hätte ich einen Gummiball, könnte ich auch den Boss der Stage wegwatzen. Aber so muss ich Bowser-like, man muss es so oder so tun, aber es gäbe extra Punkte, wenn ich anders besiegen würde. Wir sehen also deutlich die Parallelen. Vielleicht hat man ja versucht, ein SMB auf den Gameboy zu porten und es hat so suboptimal funktioniert und die haben ein eigenes Spiel draus gemacht. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Ausgezeichnete Dialoge. Daisy ist wohl doch nur eine Stubenfliege. Eine ziemlich große, um genau zu sein. Und das war also nicht die richtige. Our Princess is in another level. Das Spiel ist ja auch sehr, sehr kurz, muss man dazu sagen. Das könnte der Kritikpunkt sein an dem Spiel. Ja, neben der Steuerung, die ist halt wirklich auch ein bisschen. Also wer über die SMB-Steuerung meckert, der hat SML noch nicht ausprobiert. Da es vier Welten sind, habe ich vor, mit euch in jedem Part zwei Welten zu machen. Die Parts werden also auch nicht besonders lang. Da könnt ihr euch drauf einstellen, aber... Das wird trotzdem eine schöne Sache. Also mit dem Hard-Modus summa summarum vier Parts. Aber ich finde, wir zeigen so ein paar Sachen, ne, die das Leben schöner machen. Das kann man dann durchaus mal genießen. Weil wir sind echte Genießer. Ich mache mir halt manchmal Gedanken, was kann ich noch für Mario Let's Plays machen. Und es wurde einfach an der Zeit. Ne?
Klar, ich habe einen letzten Test gemacht, streng genommen sogar zwei. Es gab so ein, war ein anderer Hack mit Breitbildmodus. Eigentlich hätte man die kombinieren müssen. Aber das war eine eigene Engine und so weiter. Das quasi, war quasi auf dem PC neu aufgebaut. Mario Land Fun hieß es, glaube ich. Und das hier ist halt das Originalspiel nur mit Farben. Das, gerade hier erinnert mich das ein bisschen an Super Mario Bros. Deluxe. Das gab's auf dem Game Boy Color. Und das sah in etwa so aus. Ja, dass Nintendo das nicht selbst in Farbe umgesetzt hat, das liegt vermutlich einfach daran, dass es so alt war bereits. Die haben ja nur Games auf dem Game Boy Color umgesetzt, die, ja, vor nicht allzu langer Zeit erschienen sind. Aber es war halt der Wahnsinn, wie so ein technisch simples Gerät wie der Game Boy überhaupt Erfolg hatte. Ja. Und Super Mario Land wurde relativ schnell zusammengezimmert, muss man sagen. Deswegen sieht es noch ein bisschen basic aus, deswegen mangelt es an Umfang, deswegen ist die Steuerung, wie sie ist. All das hat Super Mario Land 2 deutlich verbessert und gezeigt, wie gut man ein Mario auf dem Game Boy umsetzen kann. Zack. Und die Gummibälle, die wir schießen, die kennt man ja auch aus Super Mario Maker 2. Da gibt es ja auch diese Super Mario Land Blume, wo man dann Gummibälle schießen kann, nicht wahr? Also man hat das nicht ganz vergessen. Aber nichtsdestotrotz, da auch wieder ein UFO. Wir wollen es nicht hinterfragen, was im Sarasaland los ist. Ich kann euch nur sagen, dass jede Welt auch einen eigenen Namen hat. Und das ist tatsächlich eine Sache für sich. Das erste Kingdom, ne, das sind alles Kingdoms, ist das Birabotu Kingdom, die Wüste. Ne? Und das zweite hier ist das Muda Kingdom. Das hat ein bisschen mehr mit Wasser zu tun. Und das dritte ist das Eastern Kingdom. Das werdet ihr auch noch sehen, warum das so heißt. Und das letzte ist das Shai Kingdom. So wie China und Tai. Auch da geht's asiatisch zur Sache. Tatsächlich. So, auch wieder eine interessante Stelle. Wir können ja nicht zurücklaufen, ne? Wie in SMB 1. Ich lasse mich hier schon mal treffen, denn nur so sind wir klein genug, um hier unten lang zu gehen, wo es, ihr könnt es sehen, Zauberei, unsichtbare Plattformen gibt. Ist das nicht wunderbar? Und so gelangt man hier an diese Münzen, wo man sich zuerst fragte, wie zur Hölle soll ich da dran kommen? Wie gesagt, zurücklaufen war noch nicht erfunden. Na, bei manchen Sachen hat man sich Gedanken gemacht und bei manchen nicht. Aber ich mag es, gerade weil es so simpel aussieht, ne? Gerade weil so Limitationen vorherrschen, haben sie doch ein bisschen was draus gemacht und ich find's liebenswert. Liebenswert. Drei Welten, nee, vier Welten, je drei Level. Das wollte ich sagen. Vorsicht, Vorsicht. Die gefährlichen Seepferdchen sind unterwegs. Auch die haben eigene Namen. Jeder Gegner hat eigene Namen, aber ich kann mir nicht alles merken. Ich weiß halt Chibibo und Nokobon. Und ich glaube, die Piranha-Pflanzen heißen auch Pakumflower. Aber ich glaube, im Englischen werden die dann auch wieder anders genannt. Gumbo, Bombshell Cooper und Piranha Plant. Wie gewohnt. Naja, soll jeder für sich selbst sagen. Nur falls sich jemand fragt, warum explodieren die Koopas? Ja, weil sie keine Koopas sind. So, habe ich auch mal ein bisschen übersprungen hier. Und was wir gleich auch noch sehen werden, ihr seht ja auch links und rechts wunderschön das Artwork, das Cover-Artwork, da ist einiges los. Ach, das ist auch wunderschön, finde ich. Die Cover-Artwork so aus den frühen 90ern, aus den Mario-Spielen. Exquisit! Und auch dieses Unterwasser-Level. Farbig, wunderbar eingefärbt. Ist doch so. Was wir hier sehen, das ist ein Spiel, so wie die damaligen Gradius, R-Type und diese ganzen side-scrollenden Weltraum-Shooter. Meistens waren es Weltraum-Shooter, die damals sehr, sehr, sehr beliebt waren. Und bei Mario hat man die also auch als einzelne Level umgesetzt. Manch einer würde sagen, Scrolling-Level. Wie ich Scrolling-Level liebe. Aber nein, nein, wir haben unseren Spaß. Ich krieg hier fast alles abgeschossen. Ich schieße ja echt den Vogel ab. Nee, hier noch nicht. Hier sind es noch Fische. Denn das ist nicht das letzte Level dieser Art. True that. Aber auch eine gelungene Abwechslung. Also damals hat sowas echt schon gereicht, um, ich will nicht sagen, für Staunen zu sorgen, aber man hat sich echt gefreut. Ne? Das war kein Fehlkauf, Leute.
Da kann man U-Boot fahren. Schon gehört in dem Mario für Gameboy kannst du U-Boot fahren. Oh yeah. Und da sind sogar sein Name ist in Münzen geschrieben. Wunderschön, wie ich finde. Wunderschön, coole kleine Ideen. Liebenswert, das ist die Überschrift für dieses Spiel, würde ich sagen. Und damit haben wir gleich die Hälfte des Spiels geschafft, die leichtere Hälfte. Und deswegen würde ich schon direkt sagen, danke, dass ihr dabei wart, während ich hier noch Obermod-Seepferdchen erledige. Und ich würde mich sehr natürlich über einen Daumen nach oben auf das Video freuen, wenn ihr euch erheitern könnt an diesem wunderbaren Klassiker. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das besser oder schlechter findet in Farbe. Oder ob ihr lieber die neueren oder alten Sprites gehabt hättet. Oder wie eure Meinung ist. Zweiten Part, also die letzten Level, bis wir Daisy hoffentlich wirklich retten können. Aber das war's für den ersten Part, also bis dann und ciao! Na gut, zwei Leben nehme ich noch mit und jetzt sage ich bis dann und ciao.